Hallo Leute und willkommen zurück zu Super Smash Bros. Brawl. Heute mache ich wieder ein kleines Turnier. Und nur ein kleines. Okay? Luga bedeutet, also das L-U bedeutet Lucario und das G-A für Gamer. Und ja, ich bin bei Wallomaru. Und das ist auch mein Name dazu. Lucario Gamer, so weiß ich da. Und es sind 4 Lucario anwesend. Cool. Super Smash Bros. Ball Turnier. Es treten an Lucario gegen Warp. Lucario gewinnt. Yeah! Pummeluff gegen Ness. Ness hat gewonnen. Mr. Game & Watch gegen Marv. Marv hat gewonnen. Ike gegen Ice Climbers. Und die Ice Climbers gewinnen. What the hell? Lukas gegen Fox. Lukas ist klarer Sieger. Yoshi und Ganondorf. Nach einem epischen Fight hat Yoshi gewonnen. Captain Falcon gegen Lukas. Lukas hat durch seine Psy-Kräfte gewonnen. Leider. Pokémon Trainer gegen Olimar. Olimar hat durch seine Pikmins gewonnen, die er sehr klug einsetzen kann. Falco gegen Warp. Falco gewinnt durch seine Schnelligkeit. Pit gegen Yoshi. Yoshi gewinnt, weil er rosa ist. Falco gegen Peach. Peach gewinnt, weil sie die Prinzessin ist. Mario gegen Warp. Warp gewinnt, weil Mario Scheiße baut. Kirby gegen Lucario und Kirby gewinnt, weil Lucario leider gefehlt hat. So, und jetzt Lucario gegen Ice Climbers. In Klammer ich. Wünsch mir Glück. Die machen mit Anschlag 21% Schaden. Jetzt habe ich langsam die Schnauze voll. Lol. Das schaffst du nicht mehr. Sagt mir rechts. Das war jetzt unglücklich. Das war Fail.
Lucario hat gewonnen, weil die Eskimos extrem gefailt haben. Jetzt DK gegen Lucario. Und Lucario hat gewonnen, weil seine Aura stärker wird. Samus gegen Meta Knight. Meta Knight hat durch seine Schnelligkeit und Fleckigkeit gewonnen. Lucario gegen Ness, also Klammer Runde 2. Lucario hat Ness eindrucksvoll besiegt. Marv gegen die Ice Climbers. Die Ice Climbers haben Marv sehr fertig gemacht. Lukas gegen Yoshi. Lukas hat gewonnen, weil Yoshi selbst in den Tod gesprungen ist. Lukas gegen Olimar. Olimar hat durch seine Pikmins extremen Schaden angerichtet, sodass er schließlich selbst runtergesprungen ist. Falco gegen Yoshi. Yoshi hat gewonnen, weil er eben rosa ist. Ich weiß, das habe ich nochmal gesagt, aber mir fällt auch nichts anderes ein. Peach gegen Warp. Warp hat durch seine schweren Angriffe gewonnen. Jetzt Kirby gegen Lucario. Ich werde Lucario rächen. 3, 2, 1, los! Na warte. Was soll das werden? Schade. Jetzt aber. Mann, hast du eine kurze Reichweite mit dem Hammer. Okay. Und tschüss. War halt auch nicht. Geht doch. Du schmeißt mich. Das war Timing. Und tschüss. Oh. Das hättest du nicht machen dürfen. Lucario hat Kirby
und einen epischen Abgang besiegt. Lucario gegen Meta Knight und Lucario hat den schnellen und flinken Meta Knight fertig gemacht. Lucario gegen Ice Climbers. Die Ice Climbers haben Lucario leider besiegt. Lukas gegen Olimar. Das kommt mir bekannt vor. Die Olimars haben wieder gewonnen. Yoshi gegen Warp. Yoshi gewinnt durch seine rosarene Farbe und oh, Lucario gegen Lucario. Wer wird diesen epischen Kampf gewinnen? Sie erfahren es in einer kurzen Werbung. Bitte bleiben Sie dran. Mein Scherz. Final Destination. Alter. Jetzt fliegt mir mal heraus, wer einen besseren Lucario hat. Ich oder die Computersteuerung. Ich find's irgendwie kacke. OMG. Ah, zerfall mal. Ist sie durchgedrungen. Und tschüss, Mann. Scheiße. Ah ja. What the hell? Okay, sein Lucario ist gar nicht mal so übel. Lol. Das war mein Todesurteil. Ich wollte sie eigentlich noch weiter aufladen, es war als reiner Zufall, dass ich getroffen habe. Alter. Lol. Von ihr lasse ich mich sicherlich nicht besiegen.
Das war meine Technik. Scheiße. Aber gegen den Rosa und den Yoshi verliert wohl jeder. Machen wir den nochmal, nachdem ich gegen Lucario gefailt habe. So, und jetzt mache ich nochmal durch. Ah, Olimar. Ness. Pummeluff. Pummeluff Nummer 2. Ike. Pit. Pummeluff Nummer 3. Falco. Ganondorf. Ich gegen Marth. Das kann jetzt was werden. Schon mal voll zur Sache. Der japanisch sprechende Ma und der englisch sprechende Ike. Sphäre hätte ihn normal noch treffen müssen. Dann macht sie das eben jetzt. Schlägt herum. Sagt Wurst, der hat abgewartet. Denkst du, kriegst mich raus? Fehlanzeige. Ich wirf dich raus. Und tschüss. Er kommt eben wieder. Ich habe gerade gedacht, vielleicht schaffe ich noch einen Sweetstock. Aber sobald ich sowas sage oder denke,
Tschüss. Nein, aber jetzt. Yo. Gegen Ganondorf. Ja. Ich konzentriere mich gerade auf den Kampf gegen Ganondorf. Also nicht wundern, warum ich so still bin. Pumpf gegen Pumpf. Okay, los geht's. Wünscht mir Glück. Das schaffst du nicht mehr. Das ist ein Nachteil, wenn ein schwerer Charakter ist. Ja, das gefällt mir trotzdem. Ja, war klar. So leicht kriegst du mich nicht mehr aus.
enttäuscht. Den Halbfinale und Olimar gegen Pumilo verloren. What the hell? Eich gegen Falco? Was geht hier vor? Ich sehe es schon groß vor mir. Das war ein Fehler. Und tschüss. Nicht treffen lassen. Du hast 91% Schaden. Das müsst ihr erst noch erfüllen. Ich habe erst 18. Na also. Schade. Ich muss jetzt ein Winding machen, um damit ein aufgeladenes Mesh zu gehen zu kommen. Ist eine gute Taktik, die hier und wieder funktioniert und zum Tod von Link führt. Du hast 86%. Thank you.
142% und er lebt nicht mehr. Immer so 4 Minuten Kämpfe. Nächste Runde wieder gegen Marv. Okay. Halbfinale gegen Marv. Go, KK Wilder! Okay, das war jetzt unglücklich. Mann, ich kann ihn einfach nicht treffen. Und ich sage tschüss. Ja. Da 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 da. So, und jetzt das Grande Finale gegen Pummeluff. In der Final Destination. Ich hasse Pummeluff. Vor allem diesen Angriff. Ja.
Ich hasse Pummeluff. Also ich fühle mich da schon. Verarscht. Oh, schade, schon vorbei. Schade. Champion ist Lucario. Und mit diesem Sieg verabschiede ich mich. Also, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.